Jesus sei auch ihm der Unzeitigen oder Frühgeburt erschienen. Ich habe lange darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Person des Paulus tatsächlich die letztendliche Rettung Israels, wenn Israel den Messias sehen wird, ahnen ließ. Aber er war 2000 Jahre zu früh dran. Er wurde vor der Zeit geboren. Ihr könnt diese These ablehnen und dennoch in den Himmel kommen. Nun möchte ich über die Bedeutung der Auferstehung sprechen. Der Auferstehung Jesu kann man gar nicht genug Bedeutung beimessen. Sie ist der entscheidende Faktor in der Geschichte des Universums. Die ganze Geschichte des Universums, nicht nur der Menschheit, dreht sich um die Tatsache der Auferstehung Jesu. Zunächst einmal hat Gott mit der Auferstehung seinen Sohn Jesus rehabilitiert. Zwei Gerichte hatten ihn zum Tode verurteilt, ein weltliches römisches und ein religiöses jüdisches Gericht. Als er begraben wurde, stand er unter diesem Urteil. Doch bei seiner Auferstehung wurde er von Gott rehabilitiert. Dies wird in Römer 1, 3 bis 4 so formuliert. Über Gottes Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geiste der Heiligkeit nach. Dieser Begriff ist die jüdische Version von Heiliger Geist. Denn im Hebräischen steht statt Heiliger Geist der Geist der Heiligkeit. Einige Übersetzer erkennen nicht, dass Paulus zwar Griechisch schrieb, aber Hebräisch dachte. Als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt durch den Heiligen Geist aufgrund der Totenauferstehung. Als Jesus aus dem Grab kam, sagte Gott, ich habe diese ungerechten Entscheidungen widerrufen und meinen Sohn rehabilitiert. Er hat nie gesündigt. Es gibt keinen Grund, warum er den Tod sehen sollte. Und durch meinen Heiligen Geist habe ich ihn auferweckt. Ich sollte nicht näher darauf eingehen, doch an allen entscheidenden Stationen des Heilsplans wirken alle drei Personen der Dreieinigkeit mit. Bei der Empfängnis wurde der Sohn durch den Vater mittels des Heiligen Geistes gezeugt. Petrus sagt, Gott Vater hätte Jesus mit dem Heiligen Geist und mit Kraft für seinen Dienst gesalbt. Der Vater salbte den Sohn mit dem Geist. Weiter heißt es, Jesus hätte sich in seinem Tod durch den ewigen Geist Gott dargebracht. Der Sohn dem Vater durch den Geist. Bei der Auferstehung erweckte der Vater den Sohn durch den Geist. Und an Pfingsten wurde die Gabe des Heiligen Geistes, die Jesus vom Vater empfangen hatte, auf die Jünger ausgegossen. Seht ihr, wie die Dreieinigkeit Gottes an allen wichtigen Phasen des Heilplans direkt mitwirkt? Wenn ich das sagen darf, es kommt mir vor, als wollte keine der Personen der Dreieinigkeit bei dieser herrlichen Rettung der Menschheit abseits stehen. Gott hat viel mehr Interesse an uns, als uns bewusst ist. Für mich ist das ungemein aussagekräftig. Die ganze Dreieinigkeit war direkt an jeder wichtigen Phase des Heilsplans beteiligt. Der nächste Punkt ist, die Auferstehung Jesu ist die Grundlage unserer Rechtfertigung. Wäre er nicht auferstanden, wären wir noch in unseren Sünden. Paulus sagt in Römer 4, 25 bis 26, Jesus ist unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden. Wäre er nicht auferweckt worden, könnten wir nicht gerechtfertigt werden und wären wir immer noch in unseren Sünden. Dann sagt Paulus in Römer 10, 9 bis 10 über das Heil, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du errettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Versteht ihr, wenn du nicht glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, kannst du nicht gerettet werden. Das ist eine Grundbedingung des Heils. Leider gibt es zahllose bekennende Christen, die nicht an die körperliche Auferstehung glauben. Ungeachtet ihrer Position im Leib Christi, kann keiner von ihnen den Frieden und die Freude der Sündenvergebung erfahren. Die Auferstehung
ist zudem die Garantie dafür, dass Christus die Kraft hat, uns zu retten. Wir lesen in Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er auch allen, die sich durch ihn, Jesus, Gott nahen, bis aufs Äußerste Errettung schenken. Er lebt ja alle Zeit, um fürbittend für sie einzutreten. Wie könnte Jesus uns retten, wenn er noch im Grab wäre? Doch weil er zur Rechten Gottes sitzt, weil er unsere Sünden gesühnt hat, weil ihm alle Autorität im Himmel und auf Erden gegeben wurde, ist er in der Lage, uns bis aufs Äußerste Errettung zu schenken. Ich liebe diese Formulierung, bis aufs Äußerste. Der errettende Kraft Jesu sind keine Grenzen gesetzt. Seine Macht ist uneingeschränkt. Nächster Punkt, auch sehr wichtig. Die Auferstehung ist die Vollendung unserer Erlösung. Unsere letztendliche Bestimmung ist nicht der Himmel. Es ist großartig, dass wir in den Himmel kommen werden, doch das ist nur ein Zwischenstopp, denn während unser Geist im Himmel ist, modert unser Körper nach wie vor im Grab. Das ist noch kein umfassendes Heil. Jesus starb für den ganzen Menschen. Sein Heil umfasst Geist, Seele und Leib. Und dieses Heil wird erst mit der Auferstehung vollendet. Paulus ließ daran keinen Zweifel. Er erläutert in Philipper 3, Vers 10, was Sinn und Ziel seines Lebens ist, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Ihn beschäftigte nicht, ob er in den Himmel kommt, sondern er wollte unbedingt zur Auferstehung aus den Toten gelangen. Gott sei Dank kommt unser Geist in den Himmel, wenn wir sterben, doch das ist noch nicht die Vollendung unserer Erlösung, da unser Körper zu diesem Zeitpunkt noch nicht erlöst ist. Paulus richtete sein Augenmerk auf die Auferstehung und sagte etwas sehr Eindringliches, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung. Für ihn war es nicht selbstverständlich, dass er zur Auferstehung gelangen würde. Brüder und Schwestern, ihr treibt nicht unausweichlich auf die Auferstehung zu. Wenn ihr so dahin treibt, dann endet ihr woanders. Um dorthin zu gelangen, sind ein feierlicher Entschluss und Zielstrebigkeit erforderlich. Ich begegne Tausenden von Christen, die dieses Thema nicht ernst genug nehmen. Wenn schon Paulus sagte, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung, wie kannst du oder ich sagen, wir würden sowieso dort landen? Leben wir auf demselben geistlichen Niveau wie Paulus? Vermutlich nicht. Doch nicht einmal für ihn war es selbstverständlich. Er fährt fort im nächsten Vers. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung, Gottes nach oben in Christus Jesus. Paulus hatte ein Ziel. Er sagte, jetzt habe ich es noch nicht ergriffen und bin ich noch nicht angekommen. Aber ich tue eins, ich jage auf das Ziel zu. Es ist mein Bestreben, mein felsenfester Entschluss, dabei zu sein, wenn die Toten in Christus auferweckt werden. Und wenn ihr euch vor Augen führt, wie das sein wird, Brüder und Schwestern, dann wäre es wirklich unendlich schade, es zu verpassen. Unser begrenzter Verstand kann nicht ermessen, welche Herrlichkeit und Kraft freigesetzt werden, wenn diese schwachen, dem Verderben geweihten Körper mit einem Mal auf wunderbare Weise in Körper verwandelt werden, die dem Körper Jesu gleich sind. Ist das nicht großartig? Ich kann nicht anders, als einen Augenblick darüber nachzusinnen. Dieselbe Aussage finden wir in Römer 8, 23. Die Vollendung des Heils ist die Auferstehung. In Römer 8, 22 heißt es, denn